Das Rheinland ist geprägt von vielen Kulturen. Menschen aus allen Teilen der Welt leben hier. Im Gepäck tragen Migranten nicht nur Kleidung, sondern auch ihre Sprache und Religion, Feste und Bräuche, Traditionen und Geschichte. Dieses unsichtbare kulturelle Gepäck ist ein wichtiger Bestandteil von Identität und prägt den Alltag der Menschen. Zum Beispiel beim Essen, beim Einkaufen, in der Küche und am Esstisch spielen Tradition und Religion oft eine große Rolle. Meist denken wir nicht groß darüber nach. Wie beim Einkauf auf dem Markt in Köln-Nippes. Es ist Gründonnerstag, in 3 Tagen ist Ostern, das höchste christliche Fest. Vor dem Festessen am Ostersonntag ist aber die Fastenzeit gesetzt, mit ihren ganz eigenen Regeln zum Thema Essen. Wir sind katholisch und da gehört das ja immer noch dazu, dass man Karfreitag bzw. überhaupt in der Fastenzeit sich ja zurückhalten soll, aber Karfreitag natürlich besonders, weil es ja ein Fasttag ist nach den kirchlichen Geboten. Gründonnerstag essen wir Spinat mit Spiegelei, ja? Und Karfreitag essen wir Fisch. Ne? Wir essen Fisch, obwohl, ja, also mein Mann und unser Sohn, die möchten eigentlich lieber Fleisch essen, aber irgendwie, also wir essen eben Fisch, weil das einfach, ich bin so erzogen, katholisch erzogen und das ist einfach noch im Kopf drin und deswegen wird Karfreitag eben Fisch gegessen. Keine Wurst und kein Fleisch. Fisch, da isst man immer Fisch. Aber das tun wir auch nicht. Wir sind dann nicht so religiös, muss ich sagen. Wir sind Christen, aber hier nicht auf der Kirche. Vielleicht 2-mal im Jahr, ne? Einmal Ostern, einmal Weihnachten und einmal zwischendurch. Ansonsten gehen wir nicht viel in die Kirche. Aber ja, Karfreitag wird kein Fleisch gegessen. Dann erstmal Fisch. Also es gibt keine Tradition in unserer Familie. Wir essen gerne, aber nichts Bestimmtes. Ein Karfreitag Fisch essen mache ich nicht aus christlichen Hinsicht, sondern einfach, weil das was mit Kultur zu tun hat, was man so von den Eltern gelernt hat. Und von daher hat das bei uns auch Tradition. Normalerweise Freitag essen wir nur Fisch, kein Fleisch. Ich esse Karfreitag kein Fleisch. Aber Karfreitag fassen wir ganz. Ja, ich kenne nur, dass die Christen in der Fastenzeit kein Fleisch essen dürfen, sowas. Also das ist jetzt völlig anders, als es jetzt im Islam oder im Judentum gibt. Da ist das ja, also gerade im Judentum ist das ja sehr begrenzt. Beziehungsweise sind genaue Vorschriften darüber, was man essen darf und was man nicht essen darf. Welche Regeln sind das? Religionen zeichnen sich durch ein Nebeneinander vieler Möglichkeiten aus. Regeln werden unterschiedlich gelebt. Können traditionell eingestellte Juden und Muslime ihre Speisevorschriften einfach so umsetzen? Reicht allein der Verzicht auf Schnitzel? Was sagt dein Kollege bei der älteren Dame? Dass der Herr mit dem Fahrrad betrunken in den Rhein gefahren wird. Ne? Ja, ich heiße Hanna Fischer. Ich bin 31 Jahre alt. Ich komme aus Serbien. Ja. Und ich bin Igor Fischer und ich komme ursprünglich aus Kroatien. Wie alt bin ich jetzt? 44 und bin vom Beruf Elektroingenieur. Ich heiße Pina Göktepe und faste heute zum letzten Mal dieses Jahr. Eröffne das Fasten für mich, das Essen mit einer traditionellen Dattel. Ich bin froh, dass ich jetzt essen kann bei dem Wetter heute. Es war warm, es war anstrengend und ja, guten Appetit. Mein Name ist Roman Melz, ich bin der Kaschut-Beauftragte der Synagogengemeinde Köln. Ich achte, dass die einzelnen Kaschut-Gesetze, die ihren Ursprung, ihre Quelle in der Tora haben, eingehalten werden. Die Synagogengemeinde Köln in der Ottostraße ist einer seiner Arbeitsplätze. Hier wird gekocht für den Kindergarten, die Schule und das Seniorenheim der Gemeinde. Die Küche ist koscher, sie entspricht den jüdischen Speiseregeln. Roman Melz kontrolliert täglich ihre Einhaltung. Kompliziert ist es nicht. Also, wenn man sich hier eingelebt hat, also wenn die Mitarbeiter hier neu ankommen, wundern sie sich erstmal, dass es hier 2 verschiedene Küchen gibt und 2 verschiedene Spülküchen. Warum? Weil wir bei uns eine strikte Trennkost einhalten. Sprich, das Milchige vom Fleischigen bzw. das Fleischige vom Milchigen trennen. Es dürfen keine milchigen Produkte in der fleischigen Küche sein. Genauso dürfen keine fleischigen Produkte in der milchigen sein.
alle Bestecke, das ganze Geschirr, die sind alle gekennzeichnet, damit man das nicht verwechselt, damit man es auf keinen Fall bloß nicht in eine falsche Küche reinbringt. Also hier sieht man deutlich rote Sterne, fleischig, steht JWZ, jüdisches Wohlfahrtszentrum drauf. Kann man klar unterscheiden. Rote Farbe auch. Oder hier, überall rote Sterne drauf. Und das Gleiche haben wir natürlich in der milchigen Spülküche, das Pendant, alles in Blau. Also hier sieht man beim Besteck genau das Gleiche wie in der Fleischigen, auch gekennzeichnet mit M für milchig. Und auch eben das Symbol für JWZ, jüdisches Wohlfahrtszentrum, damit man das bloß nicht verwechselt. Nurten Devicioglu hat ihren Supermarkt Halalkauf genannt. Der Name ist Konzept. Halal bedeutet als Wort, kommt aus dem Arabischen und bedeutet rein, zulässig. Also das bezeichnet alle Handlungen und Dinge, die im Islam erlaubt sind, zulässig sind. Und die Speisevorschriften sind ja im Koran und Sunna geregelt. Letztendlich sind Lebensmittel erlaubt, außer Schweinefleisch, Nebenprodukte von Schweinefleisch, berauschende Getränke wie Alkohol und Blut. Also falls sich jemand fragt, warum ich jetzt so diese komische Kelle hier die Eier aufschlage, da könnte manchmal Blut vorkommen im Eigelb und da muss ich erstmal vorher schauen, dass da kein Blut ist und deswegen schlage ich das erst in die Kelle auf und dann schmeiße ich erst rein. Aber wenn da Blut wäre, dann müsste ich sofort wegschmeißen. Das Bluten ist absolut verboten bei uns im Judentum, darf man überhaupt nicht verzehren, nicht mal trinken, gar nichts. Also das ist blutig, also geht bei uns gar nicht. Steak blutig geht nicht. Bei der Schlachtung gibt es ja bestimmte Regeln, die man beachten muss als Moslem. Und das Tier muss auf jeden Fall völlig ausbluten, bevor man das weiterverarbeitet. Darauf muss man sehr achten. Zum Beispiel Juden müssen ja Koscherregeln beachten und die müssen auch bei der Verarbeitung, Weiterverarbeitung, auch bestimmte Sachen achten, aber wir Moslems nicht mehr. Welche Tiere koscher sind, kann ich natürlich auch erklären. Da gibt es zwei Kriterien, Paarhufe und Wiederkäuer. Wenn eines von den Kriterien nicht vorhanden ist, klar, von den Eigenschaften, dann darf ich dieses Tier nicht verzehren. Also Ziegen, Schafe, Rinder kommen, gehören dazu. Schweine, weil Schweine keine Wiederkäuer sind, gehören nicht dazu. Pesa, kommst du, Schatz? Schuhe an. Also ich nehme das die Fleischwurst, weil es ohne Schwein ist, weil es Halal Kissim ist, das heißt halt ohne Schweinfleisch mit unseren Ritualen. Und auf die Zubereitung, es reicht mir schon, wenn es ohne Schweinefleisch ist. Zum Alltag vieler Muslime und Juden gehört es, beim Einkaufen sehr genau auf die Zutatenlisten zu schauen. Zertifikate und Zeichen helfen bei der Auswahl. Ich kaufe dieses Produkt, weil da auch Halal ganz groß drauf steht und nicht aus tierischen Fetten, sondern aus pflanzlichen Fetten besteht. Und wenn tierische Fette mit in den Begriffen sind, dann sind es 100% auf jeden Fall kein Schweinefleisch, sondern tierische Fette von Rindfleisch, Geflügel etc. Dann habe ich mir vor 2 Jahren gedacht, die Idee kam von heute auf morgen, könnte ich es schaffen, einen Supermarkt zu öffnen, wo der Kunde einfach reinkommt und mit ruhigem Gewissen als Moslem, aber auch nicht als Nicht-Moslem, Halal-Produkte
zu finden und mit ruhigem Gewissen zu konsumieren. Hier weiß man, das wird unter die Lupe genommen. Also ich kaufe hier gerne ein und ruhigen Gewissens ein. Wenn ich ein Produkt auch in meinem Regal stelle, fange ich so an, dass ich die Produzierer, die Hersteller, zuerst mal nach dem Halal-Zertifikat frage. Wenn die kein Zertifikat haben, aber wenn ich das Produkt unbedingt haben möchte, dann wird das untersucht. Ich arbeite auch mit Lebensmittelchemikern zusammen. Und wenn die sagen, okay, das Produkt stimmt, und wenn das Unternehmen mir das auch schriftlich garantiert, auch, dann kommt es auch in mein Sortiment. Selbst rheinische Spezialitäten lassen sich problemlos verwenden. Auch für den koscheren Einkauf gibt es Zertifikate auf den Produkten. Frau Reda Shemar Yahu und ihr Sohn Elias finden selbst in einem Kiosk koschere Produkte. Also zum Beispiel hier Matzeknödel, das ist ganz berühmt, das kann man auch selber machen, das ist so ein Fertigprodukt. Hier steht U, dieses U ist international so das Zeichen für koscher, also da gibt es viele Produkte, wo dieses U draufsteht. Sowohl im Islam als auch im Judentum sind die Speisevorschriften klar formuliert. Wie diese Regeln im Alltag gelebt werden, ist sehr unterschiedlich. Wir essen draußen zum Beispiel vegetarisch. Also wir essen draußen halt Pizza, Nudeln beim Italiener, wir essen draußen kein Fleisch. Wir trennen genau milchige und fleischige Speisen und essen jetzt nicht unbedingt Sandwich mit Schinken und Käse. Wir haben eigentlich hier in der Schublade ist Besteck für alles das Gleiche und unsere Teller und Töpfe, das ist alles im Prinzip, das nutzen wir alles für alles sozusagen. Das wäre auch wiederum nicht in Ordnung sozusagen, wenn wir jetzt orthodoxer wären oder religiöser wären, dann müssten wir theoretisch auch zwei Küchen haben, zwei Geschirrsets haben, Besteck, auch alles müsste man trennen. Schauen wir mal, was es gibt heutzutage, ne? Und alles okay? Ja, alles in Ordnung. Ja, wie immer. Das wollen wir erstmal sehen. Das ist ein Kühlschrank. Hier haben wir unsere hauptsächlich milchige Speisen, weil die Küche hier komplett milchig ist. Aber wir haben auch von der Otterstraße fleischige. Aber wenn sie getrennt liegen, ist das kein Problem. Sie dürfen sich nur nicht berühren und vermischen. Jeder weiß das auch. Das ist so, wie es zu Hause gehandhabt wird. Weil nicht jeder hat zu Hause zwei Küchen und auch nur einen Kühlschrank. Und das ist die Lösung sozusagen. Meine Tochter hat mich zum Beispiel gefragt, ob sie dann wirklich mal Schwein probieren dürfte. Ja, sie ist jetzt gerade 6. Ich habe ihr gesagt, sie soll das bitte nicht machen. Aber ich denke, sie hat es gemacht. Habe ich keinen Einfluss drauf. Da kann ich ihr jetzt nicht auch böse sein. Ich habe es vermutlich als Kind im Kindergarten auch gemacht. Ich kann es ihr immer nur sagen, sie soll es bitte nicht essen. Das ist bei uns im Glauben nicht erlaubt. Man darf es nicht. Aber mehr als sagen kann ich es nicht. Und wenn sie es tut, ist halt so, wenn die anderen Kinder auch das probieren, was da an Würsten ist, kann ich das leider nicht rückgängig machen. Ja. Auch generell in meinem Alltag koche ich türkisch, weil ich auch an meinem Kind weitergeben möchte, dass das nicht in Vergessenheit gerät. Weil Deutsch oder eher europäisch ist sie in der Schule schon, so hat sie zu Hause die Möglichkeit, türkisch zu essen. Juden, Muslime und Christen leben gemeinsam. Überall gibt es viele Berührungspunkte. Brot beispielsweise ist ein wichtiges Grundnahrungsmittel für alle. So treffen wir morgens um 13:30 den Maschkiach Roman Melz in der Bäckerei Zimmermann. Ja, ich schalte hier wie jeden Morgen außer Freitag und Samstag den Ofen ein. Das muss man vom Religionsgesetz her, weil ein Jude soll mitwirken am Back- bzw. Kochprozess. Das ist die Hauptaufgabe. Die Kölner Traditionsbäckerei hat schon seit vielen Jahren koschere Backwaren im Angebot. Nee, es geht ja jetzt bei uns dann darum, erstmal sind alle tierischen
Lebensmittel aus der Backstube quasi verschwunden. Schweineschmalz zum Beispiel. Und das darf halt nicht verarbeitet werden irgendwie. Da mussten wir uns halt dran halten, dass wir in der Maschine und in dem Ofen und auf den Blechen halt nur Sachen ohne Milch backen. Also wir können jetzt nicht auf demselben Blech Hefeteig, so Plätze oder sowas mit Milch oder mit Butter und auf dem gleichen Blech dann die koscheren Backwaren backen. Das muss also getrennt sein. Wir haben dann neue Bleche besorgt, dass wir dann auch unterschiedliche Bleche haben, dass es dann einfacher war zu erkennen und so. Und ich wollte auch Brot in meinem Laden haben, das nach vielleicht nach dem deutschen Geschmack, also mehr anspricht, als nur dieses typisch türkische, was man kennt. Mein Name ist Engelbert Schlechtriem, ich bin Bäcker und Konditormeister. Frau Devicioglu ist an uns herangetreten, ob es denn möglich wäre, Halal-Brot herzustellen. Und wir haben uns dieses Thema angeguckt und wir haben dann ganz klar sagen können, ja, können wir. Jetzt kam bei der Halal-Zertifizierung zum ersten Mal ein Geistlicher, also ein Imam, der bei uns in die Backstube geguckt hat. Also zuerst mal ist es sehr wichtig, dass man weiß, welche Lebensmittel verarbeite ich denn da gerade? Was ist denn da drin? Wir kennen unsere Zutaten und es ist also sehr relativ leicht nachzuweisen, dass eben Mehl halal ist, beziehungsweise die Sauerteige, die wir herstellen, halal sind. Es gibt verschiedene Zusatzstoffe, die eben haram sein können. Haram ist das Gegenteil von halal. Denken Sie an den Pinsel, mit dem ein Brot abgestrichen wird. Auch hier ist es wichtig, dass in den Naturfasern eben keine Schweineborsten, Schweinehaare etc. Verwendung gefunden haben. Wichtige Feste und Rituale sind in fast allen Religionen mit besonderen Speiseregeln verbunden. Sie sind Symbole für die herausgehobene Zeit der Festtage. Eines der wichtigsten Feste im Judentum ist Pessach. Wir haben alle Lebensmittel rausgenommen aus dem Schrank. Und jetzt wollen wir gucken, was über Pessach verwendet werden darf und was nicht. Und das, was nicht verwendet wird, das tun wir einfach in die Kiste und bringen in den Keller. Und das wartet, bis Pessach dann um ist. Wobei das streng genommen auch nicht richtig ist. Genau. Streng genommen dürften wir das gar nicht in unserem Haus haben. Wir müssen es verschenken, verkaufen, wegwerfen. Genau. Irgendwas davon. Und verbrennen. Orthodoxerweise. Was Hametz ist, also das, was nicht verwendet wird, das sind Getreidesorten, die sauer werden, wenn sie mit Wasser in Berührung kommen und nach 18 Minuten dann sauer werden. Das wäre zum Beispiel Couscous, das ist aus Weizen. Hier ist nochmal Couscous. Kaffee, Kakao, Zucker, Honig, Erdnussbutter, das alles bleibt hier. Das auch. Kaffee bleibt hier, Walnüsse bleiben hier. Das ist Miriams Milch, Kakao, Cornflakes, Haferflocken. Ich weiß es nicht. Gucken wir einfach mal in das, was da steht. Eine Erklärung zu besser. Hier. Was ist aber Hametz? Übersetzt bedeutet es Gesäuertes, das Mehl aus den 5 Getreidearten, Weizen, Dinkel, Gerste, Hafer oder Roggen, das mit Wasser in Berührung kommt, verwandelt sich innerhalb von 18 Minuten zu einem Sauerteig. Das heißt also, unsere Haferflocken müssten streng genommen auch nach unten. Gut. Miriam isst Cornflakes ohne Haferflocken. Jede Speise, die einen auch noch so kleinen Teil Hametz enthält, heißt Hametz. Als Hametz gelten also in erster Linie Brot und andere Teigwaren. Obwohl Hülsenfrüchte, zum Beispiel Hirse, Bohnen, aber auch Korn, Reis und Soja nicht von diesen 5 Sorten sind, werden sie nach der aschkenasischen Tradition an Pessach nicht gegessen. Okay, damit wir dann aber nicht verhungern über die Pessachtage, haben wir Matzen eingekauft. Die sehen so aus. Es
so aus. Koscher vor Passover. Das wäre dann für Pesach in Ordnung. Die hier sind Chametz. Hier steht Chametz, also gesäuert. Nicht für Pesach. Allerdings hat es in Köln keine anderen gegeben. Die habe ich jetzt gekauft und die für Pesach werden wir noch bestellen. Die Malzen essen wir dann zum Frühstück oder zum Abendessen, so wie Brot eigentlich. Man kann damit auch verschiedene andere Speisen nehmen. Aus Malzenmehl werden zum Beispiel Pfannkuchen gemacht und Matzeknödel. Matzah ist ein ungesäuertes Brot. Das geht auf die Geschichte vom Auszug aus Ägypten zurück. Unsere Vorfahren hatten damals keine Zeit, auf die Schnelle das Brot zu backen zum Auszug, sondern mussten ganz schnell backen und das Brot noch so halb gebacken mitnehmen. Und deshalb war es noch nicht aufgegangen. Und ja, zur Erinnerung an diese Zeiten und an diesen Auszug essen wir ungesäuertes Brot. Ja. In der Toaster, da sind Unmengen von Krümeln. Alles also gesäuert. Geht also nicht für besser. Und außerdem können wir den Toaster zu Pessach gar nicht gebrauchen. Was wollen wir denn überhaupt toasten am Pessach? Matzah ist sowieso schon trocken, brauchen wir also nicht mehr zu toasten. Und normales Brot dürfen wir nicht essen, also brauchen wir den Toaster nicht. Der kommt also auch in den Keller. Wir essen nichts Gesäuertes, sondern wir verstecken das im Keller. So, das ist nicht gegessen wird, aber die haben es trotzdem im Haus, was eigentlich nach strengen Regeln auch nicht richtig wäre. Das ist vielleicht eine schöne Lösung. Die Juden sind ein praktisches Volk. Auch Pnach bereitet sich auf ein wichtiges Fest vor. Bayram, das Zuckerfest. Muslime feiern das Ende des Fastenmonats Ramadan. 30 Tage dauert das Fasten. Nichts essen und trinken zwischen Sonnenaufgang und Sonnenuntergang. Eine Anstrengung im Hochsommer. Man ist es ja auch gewohnt mittlerweile. Es ist jetzt der 30. Tag heute, der letzte Tag. Und man ist es gewohnt und deswegen ist es okay für mich. Der Fastenmonat Ramadan erinnert Muslime an die göttliche Offenbarung im Koran. Auch die Regeln des Fastens sind hier in verschiedenen Suren festgelegt. Fasten meint nicht nur den Verzicht auf Nahrung. Der Fastenmonat ist eine Zeit der spirituellen und ethischen Reflexion. Auch das Spenden, die Hilfe für Bedürftige und die Gemeinschaft gehört fest zu den Ritualen des Ramadan. Wir machen das eh Ende des Ramadans, wird immer gespendet, sei es ein hoher Betrag von 100 bis 150 Euro. Das mache ich jetzt noch zusätzlich für mich, für meine Tochter, dass alles gesund, reibungslos läuft, wir gesund bleiben und die Bedürftige auch noch schönes was mitbekommen. Ich habe so viel eingekauft zum Trinken, was ich generell nicht machen würde. Aber das hat wirklich damit zu tun, dass ich jetzt so langsam bei der Hitze, 34 Grad, mir extrem warm ist, ich extrem Hunger habe und natürlich extrem Durstgefühl habe. Und bin froh, wenn wir jetzt in 5 Stunden essen dürfen und ich das für den heutigen und den letzten Tag hinter mir habe. So, gehst du mal einmal runter, Schatz? Wir wollen jetzt Matzeknödel machen. Da kommen 7 Sachen rein. Matzemehl, Eier. Die Eier sind vom Rewe, ganz normale Rewe-Eier. Aber dafür XL-Eier. XL, genau. Dann kommt ein bisschen Öl rein. Ich tue Olivenöl rein. Das ist von auch ganz normalem Netto-Markt hier. Salz, Pfeffer.
Petersilie vom Markt und Wasser kommt rein, genau. Koscher oder eigentlich ursprünglich auf Hebräisch Kasher ausgesprochen, bedeutet nicht mehr als rein. Ja, also, wie machen wir das? Wir nehmen einfach mal zwei Eier. Wir als jüdisches Volk, wir sollen ja rein sein. Nicht nur äußerlich rein sein, sondern wir müssen auch innerlich rein sein, sprich auch, was wir essen. Die ursprünglichen Regeln sind schon in Tanach, beziehungsweise in der Bibel, in dem, was Christen Altes Testament nennen, gegeben. Wenn wir vollkommen rein sind, dann sind wir dazu hundertprozentig geeignet, einen Gottesdienst durchzuführen, mit den Opferdiensten und so weiter, wie es früher im Tempel war. Weil wenn man unrein einen Gottesdienst durchführt, also sprich betet, aber unrein ist, es ist zwar immer noch gut, dass man zu Gott betet, aber es hat nicht die vollkommene Stärke, man hat nicht sozusagen nicht die vollkommene Verbindung zu Gott. Das ist die spirituelle Erklärung dazu. Ja, also Pesach ist im Prinzip die zentrale Geschichte aus der Tora. Kann ich es auch erzählen? Ja, du kannst es auch erzählen. Also dann geben wir das und du erzählst. Wir feiern Pesach, weil wir es geschafft haben. Also, wir waren Sklaven und wir feiern das Fest, dass wir nicht mehr Sklaven sind und dass wir tun können, was wir wollen. Und dass wir aus Ägypten rausgekommen sind. Und wer hat uns da rausgeführt? Gott. Und Mose. Also im Prinzip, so wie Jael auch sagte, man erzählt die Geschichte von dem Auszug aus Ägypten. Die Juden waren in Ägypten versklavt und Mose und Aaron haben sie aus Ägypten rausgeführt. Und das, also ich finde immer einfach spannend oder interessant an dieser Geschichte die Tatsache, dass man sie erzählen muss, als wäre man alleine oder als wäre man selbst in Ägypten gewesen und man selbst wäre rausgekommen. Und zunächst habe ich das ziemlich witzig empfunden. Also das war für mich, ach Quatsch, ich war doch nie in Ägypten. Was soll das? Aber es hat so im Nachhinein, stelle ich fest, wirklich eine sehr, ja, wie würde man sagen, pädagogische oder didaktische Rolle sozusagen, dass man sich wirklich hineinleben kann, als wäre man, als würde man seine, ja, die Freiheit nicht haben und dann passiert da irgendetwas und es gibt auch diesen Sederabend, diesen Abend, wo man das feiert auf diese ganz bestimmte Art und Weise und man kann sich wirklich hineinleben in dieses Gefühl von Freiheit. Es war zu damaligen Zeiten nicht so üblich, dass man sich schön anlehnen dürfte so, und gemütlich essen konnte. Und das ist etwas, was man zu Pesach macht, was jedem machen soll zu Pesach, sich so gemütlich auf ein Kissen hinlegen, anlehnen und gemütlich essen. Das ist ein Zeichen der Freiheit. Genau, weil man einfach sich überlegt, okay, was gebe ich jetzt den Kindern weiter? Was ist das Wichtige? Es ist nicht nur Kinderzimmer aufräumen und Fernsehen so und so viele Stunden pro Woche gucken, sondern es ist irgendwie mehr als das. Und durch diese Feiertage kommt man zusammen zu Tisch und man trifft sich, man lacht, man singt zusammen und das ist einfach das, was es ausmacht. Und davor war es natürlich nicht wichtig zur Studienzeit und jetzt wird es aber. Und da macht man sich schon Gedanken. Danke, ja, sehr schnell. Lecker. Malzknödel werden in der Suppe mit der Suppe gegessen, die traditionelle Hühnersuppe mit Malzklößchen. Soll ich jetzt schon mal vorbereiten, was alles auf den
besser stellen kann. So, machen wir. Ein Stück Karosse hier drauf. Lecker. Also auf dem Pessachteller gibt es tatsächlich mehrere Gerichte oder mehrere Teile, die uns an Verschiedenes erinnern sollen aus dieser Geschichte. Zum Beispiel Charoset, das ist so ein Gemisch aus gemahlenen Nüssen und Äpfeln. Datteln, Orangensaft, Orangenschale. Zucker. Brauner Zucker, ne? Und was noch? Walnüsse, genau. Das war's. Okay, das ist es. Also das ist eine Süßigkeit. Die hat auch eine symbolische Bedeutung. Von der Konsistenz und von der Farbe her soll das an den Lehm erinnern, aus dem wir bzw. unsere Vorfahren in alten Ägypten die Ziegelsteine bauen mussten für den Pharao. Mhm. Und noch die Pyramiden. Und die Pyramiden auch noch? Mhm. So. Ja. So. Das ist jetzt ein. Anna, jetzt brauche ich nochmal deine Sprachkünste. Wie heißt Petersilie auf Hebräisch? Taseret? Chazeret. Das ist ein Het? Ja. Chazeret? Kann das sein? Okay. So. Hier steht's. Zroa ist das. So. Zroa, das ist Hühnerschenkel. Beza ist Ei. Karpas ist Petersilie. Charoset ist das, was wir eben haben. Maror ist Meerrettich. Und Chazeret? Sellerie. Oder auch Radieschen kommen da drauf. Haben wir? Radieschen haben wir nicht. Haben wir Sellerie? Steht sogar da. Karpas Grünzeug heißt es zum Beispiel hier. Schon wieder was gelernt. Sehen Sie, wir wissen auch nicht unbedingt alles. Das ist der Sinn des Pesachs. Man soll es lernen. Genau. Es ist auch ein Brauch am Pessachabend, dass man viele Fragen stellt, um möglichst viel davon zu erfahren. Meerrettich, Maror auf Hebräisch, beziehungsweise bittere Kräuter, das erinnert uns an das bittere Leben in Ägypten als Sklaven. Und dann weiter. In der Normalzeit isst man vielleicht eine Suppe und ein Essen, keine Beilage, gar nichts. Aber da das halt Fasten ist, man den ganzen Tag nichts isst, belohnt man sich selber mit ganz vielen Auswahlmöglichkeiten zum Essen und natürlich auch die Freunde. Man soll ja immer teilen. Deswegen habe ich heute Abend meine Freunde eingeladen, damit sie mit mir zusammen mein Essen mit mir teilen und wir zusammen das Fasten brechen. Der Baklava, das ist extrem aufwendig. Also dafür. Das machen jetzt, weil morgen Beidarm ist, machen das ganz viele Mütter. Also unsere Mütter machen das, weil das halt zum Beidarm ist das gang und gäbe üblich, diese Baklava auch den Gästen, die zu Besuch kommen, zu präsentieren und die damit irgendwie mit Tee, mit türkischem Tee zu begleiten. Also dass man dieses Baklava mit dem Tee zusammen serviert. Also wenn man jetzt 10 Leute besucht am Beidarm, was morgen ist, kriegt man auch 10-mal Baklava serviert. Also. Ich bin auch froh, wenn morgen Beidarm ist. Das ist ein Fest von den Muslimen. Da vereint man sich ein bisschen. Dann hat man merkt heute schon draußen dieses Beidarm-Gefühl, dass heute der letzte Tag ist, morgen Beidarm ist. Man merkt das schon an jeder Muslim lacht jeden an, heute auch im Laden, wo wir waren. Man hat schon gemerkt, dass es vorbei ist, dass Ramadan vorbei ist und dass morgen Beidarm ist. Danke. Ich mag das schon. Super, danke. Sollen wir umrühren? Oder ziemlich warm schon. Also wir kochen heute türkisch, überwiegend. Es gibt ein Gericht, was müssen wir mit Curry machen. Das gibt es bei uns Türken nicht Curry. Aber das essen wir auch. Und halt den deutschen Nachtisch, den mache ich heute. Den türkischen Nachtisch, mein Freund bringt den Baklava mit, weil es kaltaufwendig ist. Aber den Nachtisch mit Kirsch-Tiramisu, den habe ich selber gemacht. Baklava wäre mir zu aufwendig, das hätte ich von der Zeit her gar nicht geschafft. Also ich durfte jetzt nicht probieren, weil ich faste.
Wenn da jetzt zu wenig Salz sein sollte, glaube ich, hat auch jeder Verständnis. Jeder würde auch sofort daran denken, okay, die fastet. Kann man ihr nicht übel nehmen. Aber wenn dann jetzt jemand sagen würde am Esstisch, boah, hör mal, da fehlt der Salz, wäre es eine Sünde für sie, weil sie keinen Respekt davor hat, dass man fastet und dem das nicht abschmecken darf. Ist schon was Besonderes, wenn man unter dem Ramazan-Zeit jemanden einlädt, ist das schon was Besonderes. Sowas ist doch aufwendiger. Das muss man am Wochenende machen mit viel Zeit. Da wird alles ein bisschen schöner dekoriert. Es wird das bessere Besteck, das bessere Geschirr oder Tafelservice rausgeholt und nicht das Standard, das normale Geschirr. Morgen bin ich zum Frühstück eingeladen, zum Beidam-Frühstück. Morgen ist Beidam. Und dann gehe ich halt zu meiner Familie. Und dann gehe ich noch zu meiner älteren Schwester. Und ja, und dann gehe ich noch mal kurz nach Hause. Es könnte ja sein, dass mein Bruder kommt. Ja. Für die Kinder ist es immer sehr interessant, weil die Kinder kriegen halt ganz viel Geld, Süßigkeiten, halt wie Weihnachten Geschenke. Also das Fastenbrechen fängt heute Abend um 5 vor 9 an. Dafür haben wir diesen Kalender, den kriegen wir immer von der Moschee. Also findet man in jeder Moschee oder in jedem türkischen Laden. Das kann sich jeder Moslem mitnehmen und in die Wohnung aufhängen. So hat man immer die genaue Uhrzeit, wann das Fastenbrechen diesmal ist. Und auch natürlich die genaue Uhrzeit, wann man morgens aufsteht, um nochmal zu essen, bevor die Fastenzeit beginnt. Also Sonnenaufgang und Sonnenuntergang. Wenn es da, sagen wir mal, in München ist, glaube ich, um 9:30 gewesen. Und hier im Westen fängt es um 18 nach an, der erste Tag. Ramazan ist nicht immer in derselben Zeit. Das verschiebt sich immer nach den Tagesberechnungen aus Saudi-Arabien. Also man richtet sich immer nach der Mondberechnung Saudi-Arabiens. Meistens ist es 10 Tage vorher als wie im letzten Jahr. Das heißt, dieses Jahr haben wir angefangen am 19. Juli. Und nächstes Jahr wird es vermutlich dann am 10. oder am 9. Juli starten. Es geht immer nach vorne, also an den vorangegangenen Monaten. Es ist natürlich für uns Moslems angenehmer, wenn es in der Winterzeit ist. Also da geht die Sonne auch schneller unter, dann kann man um 4:30 schon meistens essen. So Fasten ist echt eine Prüfung. In der Hitze, warm und ja. Also ich finde es echt erstaunlich. Ich habe auch großen Respekt vor allen, die das jeden Tag gemacht haben. Also. Na? Super, dass du gekommen bist. Danke für die Einladung. Ja, gerne. Sollen wir durch? Ah, Tino. Danke für die Einladung. Gerne. Bist du nicht drin? Oh, das ist aber süß. Dankeschön. Super. Danke. Guten Appetit. Danke. Boah, das sieht echt lecker aus. Ja. Hast du das mit Doma gemacht? Domas? Hast du das gesagt und hast das einfach in Doma gemacht? Ja, mein Schatz. So, jetzt lassen wir den Abend noch schön ausklingen mit dem traditionellen Tee, den schwarzen Tee. Da bei uns über die Ramazanzeit überhaupt kein Alkohol erlaubt ist. Ja, ich habe gegessen, mir geht's gut. Freue mich auf morgen. Morgen ist Beidam. Dankeschön. Baklava auch? So, ich esse jetzt meinen Nacht. Ja, haut rein, ne? Prost. Wir sehen uns nächsten Ramazan wieder. Also. Kannst du mir mal den Löffel geben, Jasmin? So. Willst du auch? Also nur sein Teller. Ich hab keinen. Hast du keine Pizza reingetan? Doch, ganz gut. Dankeschön. Baklava auch? Nee. Ist jetzt Stopp? Die nehmen O-Ton auf. Das heißt ohne Ton. Ich hab's gelernt. Ich kann auch anfangen hier. Amen.